Ja. Danke. Tausend Dank. Du hast wahrlich ein gutes Herz. Ja! Ja! Ja. Ja. Grüß Gott. Wie kann ich zu Diensten sein, edler Ritter? Alles gut. Lass uns über den Preis sprechen. Ist gut. Sind wir uns einig? Mehr. Endlich eine vernünftige Summe.
Könntest du mir etwas... Wieso denn? Es gibt nichts mehr, das du lernen könntest. Der Pfarrer schickt mich. Es heißt, du stiftest Weiber zu Hexenwerk an. Ich? Hexenwerk? Das ist nichts als Klatsch. Es wäre besser für dich, aufrichtig zu sein. Ich will dir nichts Böses. Solange du die Wahrheit sprichst? Nun gut, dann sag ich dir alles. Ich hab was richtig Dummes getan. Es plagt mich so, dass ich kein Auge zubekomme. Soll ich etwa glauben, dass eine alte Hexe das Gewissen plagt? Du weißt sicher, dass ich nicht bloß mit Kräutern, sondern auch mit Salben und Tränken handel. Aber da gibt's was, wo es mich reut, es verkauft zu haben. Siehst du? Vera, Slata und Christa aus Uschice wollten Flugsalbe von mir. Hab erst abgelehnt, doch dann habe ich mich breitschlagen lassen. Was für eine Salbe soll das sein? Die enthüllt uns eine Welt, die uns sonst verborgen bleibt. Das Gewöhnliche verliert seinen Sinn. Die Blumen sprechen zu dir und die Erde tut sich auf. Weiß nicht, ob sie vom Teufel oder vom Allmächtigen stammt, aber Macht hat sie. Aber sie kann jeden vergiften, der nicht weiß, wie man sie handzuhaben hat. All das Geschwätz von Hexen, die sich damit einreiben und dann auf Besen zu ihrem Sabbat fliegen, kommt von... Die Salbe kann einen dazu treiben. War töricht von mir, den blöden Gänsen die Salbe zu geben. Könnten sich ja schließlich vergiften oder bei einer Vision von der nächsten Klippe segeln. Gibst du mir das Rezept für die Salbe? Da sind Tollkirsche und Teufelsbeere drin. Ziemlich giftig. Solltest dir also besser zweimal überlegen, damit Schindluder zu treiben. Was für eine Salbe? Die... All das... Diese... Ich möchte etwas anderes wissen. Warum hast du ihnen die Salbe überhaupt gegeben? Bin zu weichherzig. Weißt du, eins der Mädchen, Vera, hat seine Familie in Skalitz verloren. Und auch Slatas Mann ist tot. Die jüngste von ihnen, Christa, hatte eine Fehlgeburt von all dem Grauen. Sie meinten, sie wollten mit den Toten reden und sie bitten beim Herrn, ein gutes Wort einzulegen. Ich weiß, wie das ist. Aber das bringt ihnen nichts als den Tauchstuhl und den Scheiterhaufen. Richte nicht, wenn du nicht willst gerichtet werden. Ich wollte ihnen die Salbe nicht geben. Aber da sie einen Haufen Groschen boten, habe ich ihre Verzweiflung erkannt und ihr Flehen erhört. Ihr Flehen oder das Klimpern ihrer Münzen? Wieso bist du plötzlich in Sorge um sie? Woher der Sinneswandel? Hat mir den Schlaf geraubt. Erstens wissen die Weiber gar nicht, was sie da treiben. Und außerdem könnte man's als Hexerei auffassen. Und weißt du, was man mit Hexen macht? Bei lebendigem Leib verbrennen. Genau. Also wundere dich nicht, dass ich mich sorge. Vorher hat es dich doch auch nicht gestört. Wofür wollten sie die Salbe? Alle haben sie kürzlich einen geliebten Menschen verloren. Das wiegt schwer. Sie wollten zu den Toten sprechen. Ich habe genug gehört. Falls du genug gehört hast, musst du verstehen, wieso ich deine Hilfe brauche. Finde heraus, was die Frauen vorhaben und wache über sie. Schütze sie.
Wie man sich bettet, so liegt man. Dir helfe ich nicht. Wenn nicht mir, so wenigstens den Frauen. Glaubst du nicht, der Pfarrer würde wollen, dass ihnen kein Leid geschieht? Mach's gut. Ich habe es mir anders überlegt. Ich will dir helfen. Freut mich, das zu hören. Geh nach Uschice und sieh nach, was Lata Vera und Christa vorhaben. Und behalte sie im Auge. Gehabt euch wohl. Ja. Gott sei mit dir. Wie ich sehe, weißt du, wie man ein Schwert schwingt. Das hätte ich nie von einem Geistlichen erwartet. Mit einem Stock. Ich übe mit einem Stock. Nur eine Erinnerung an vergangene Tage, die mir hilft, in Form zu bleiben. Gott behüte dich. Ich habe etwas über Flugsalbe gehört. Wirklich? Ich wüsste gerne von wem. Und was geht's dich überhaupt an? Das Kräuterweib schickt mich. Gertrude? Was will sie? Mehr Geld? Es geht nicht ums Geld. Sie ist besorgt um eure Gesundheit. Die Salbe kann gefährlich sein. Und ich soll für sie sicherstellen, dass ihr damit kein Schindluder treibt. Sie hat so etwas erwähnt, aber warum sollte es so schlimm sein? Wenn sie sich sorgt, soll sie zur Geisterstunde an der Kreuzung zu uns stoßen. Aber ansonsten kein Wort zu irgendwem. Was? Allmächtiger! Ich habe etwas über eine Flugsalbe gehört, die ihr vom Kräuterweib haben sollt. Und das hast du wo gehört? Und was scherzt dich überhaupt? Godwin macht sich Sorgen. Zur Hölle mit dem Pfaffen! Von der Kanzel aus salbadert er von Mäßigung und Bescheidenheit, doch in Wahrheit stopft er sich den Wanst voll.
Wegen solchen hat der Herr uns die Kumanen gesandt, die meinen Gatten, meine Kinder geschlachtet haben. Wo war der Pfaffe da, hä? Allein, was ich bislang gehört habe, reicht schon für den Scheiterhaufen. Wir haben nichts verbrochen. Uns bloß im Mondschein an der Waldkreuzung mit Salbe eingerieben. Was ist daran schlimm? Klingt für mich nach Teufelswerk. Unser Seelenheil ist unsere Sache. Gott hat uns verlassen. Wir müssen uns selbst helfen. Was ist das? Ich habe da etwas von einer Flugsalbe läuten hören. Was? Wer hat dir das erzählt? Stellt etwa einer Fragen? Gertrude schickt mich. Und was will sie? Will sie der Salbe nachträglich was hinzufügen? Nein, sie macht sich Sorgen, was ihr damit vorhabt. Das Zeug ist ziemlich gefährlich. Heilige Maria. Heilige Maria. Was ich gehört habe, reicht schon für den Scheiterhaufen. Der Schei... Wirklich? Wenn jemand Hexenwerk wie Flugsalbe kauft, was soll ich da denken, wofür die ist? Ich rate einmal wild drauf los. Für Hexerei. Und Hexen verbrennt man. Wir tun nichts Böses. Wir gehen nachts allein in den Wald, schaden keinem. Mehr sage ich dazu nicht. Du drehst mir bloß das Wort im Mund um. Aber nicht Blumen. Ich bin mir nicht sicher. Keine Sorge. Unzählige Weiber vor uns haben es versucht. Was, wenn es klappt? Was, wenn er erscheint? Aber das wollen wir doch, oder? Gehen wir. Oh.
Wären wir. Jede weiß, was sie zu tun hat? Ich weiß nicht. Gertrude wollte zum Ritual nichts sagen, also wissen wir bloß... Hört, da kommt jemand. Wer ist da? Bist du es, Christa? Nein, ich bin hier drüben. Was ist hier los? Oh, willkommen, Fürst der Finsternis. Bitte, fühl dich wie daheim. Sag mal, was sollen wir für dich tun? Wir werden dir jeden deiner Wünsche erfüllen, so du unsere erfüllst. Fürst der Finsternis? Was in Gottes Namen schwafelt ihr da? Warum stellst du uns auf die Probe? Probe? Jesus Christus, womit habt ihr euch da bloß eingerieben? Flugsalbe vom Kräuterweib? Wir sind gewillt, uns dir hinzugeben, auf dass du uns von den Kumanen befreist. Wenn du das nicht willst, hilf uns wenigstens von hier zu entfliehen. Mach uns reich, dass wir in der Stadt ein neues Leben beginnen können. Ich werde keinen eurer Wünsche erfüllen. Oh, was sollen wir nur für dich tun, oh Gebieter? Doch dafür müsst ihr... Scheiße. Mir wird komisch. Oh, die Salbe. Ihr habt mich mit der Salbe beschmiert. Fürchte nichts, Gebieter. Dir geschieht kein Leid. Das gehört alles zur Zeremonie. Oh, Scheiße. Was zum Teufel habt ihr mit mir gemacht? Geht es dir nach der langen Reise? Hä? Lange Reise? Über... Von den Pforten der Hölle hierher. Wann kümmerst du dich um die Kumanen? Und wo sind deine Hörner, Hufe und der Ziegenschwanz, von denen der Pfaffe sprach? Wie kommt's, dass eine Stute sprechen kann? Stute? Trügt dich dein Blick? Vera heiß ich und in Uschitze verdreh ich manchem Burschen den Kopf. Bin auf einem Ast hergeflogen. In Windeseile ging das. Auf einem Ast? Bringst du uns das bei? Wir sind von nun an deine Mägde und tun, was du auch befiehlst. Hab Hörner und Hufe unterwegs verloren und... meinen Schwanz hab ich in der Hose. Den hole ich zu besonderen Anlässen raus. Ich hoffe, bald findet sich einer. Eigentlich wollte ich etwas anderes. Was denn, oh Gebieter? Werdet ihr mir dienen
und tun, was ich befehle? Oh ja, Herr des Höllenfeuers, wir tun, was du willst. Erlöse uns nur von den dreckigen Kumanen. Welche von uns willst du zuerst? Mich! Nimm mich! Nein, mich! Und was ist mit der da? Wieso so schweigsam? Christa, du Henne! Mach's Maul auf! Ich will dich, Huhn. Henne? Das war heftig. Oh, mir ist schon wieder so komisch. Was ist dein Problem? Wird das jetzt langsam mal was, oder nicht? Ich will einfach nur schlafen. Scheiß aufs Schlafen! Was war das? Was ist das? Da kommt jemand! Mehr hast du nicht drauf? Hast weiche Knie bekommen. Passiert. Scheiße. Oh mein Gott. Das sind keine Dämonen, sondern ganz normale Holzfäller. Wie soll ich das nur erklären? Ach, verfickte Salbe. Die Pest über die Alte. Was mache ich jetzt? Keine Bewegung! Scheiße! Ergib! Jetzt habe ich dich, du Stück Scheiße! Das Morden wird dir noch verdammt leid tun! Ich würde dich ja eher aufknüpfen, aber leider darf ich dich nur in den Kerker werfen. Komm schon, mein Freund. Du weißt doch, dass ich im Dienste von Herrn Ratzig Kobilla stehe, oder? Ah, ich wusste das nicht. Verzeih mir. Geh deiner Wege. Thank you.
Ich habe mehr über das Uschitzer Hexenwerk rausgefunden. Sag bloß. Die Frauen haben eine Flugsalbe vom Kräuterweib bekommen und beschwören damit den Boxbeinigen. Um Himmels Willen. Ich bin ihnen bis zum Ort ihres Hexensabbats gefolgt. Sie haben den Teufel beschworen, sind ums Feuer getollt. Oh mein Gott, was noch? Die Weiber haben wegen der Salbe den Verstand verloren und sich aufgeführt wie toll. Dann kamen ein paar Holzfäller angestürmt und wollten dem Hexentreiben ein Ende machen. Jesus, wie ging es aus? Ich musste die Holzfäller erledigen, um die Weiber zu retten. Christi Blut, wie konntest du nur? Dieses sinnlose Morden. Die Männer meinten es gut. Gab es keinen Weg, ein Blutbad zu vermeiden? Die Holzfäller waren rasend vor Zorn und Blutgier gegen die Frauen. Denen war mit Vernunft nicht beizukommen. Es muss einen Weg gegeben haben. Ich tat, was in meiner Macht stand. Aha. Dem Herrgott entgeht nichts. Bete für die Seelen dieser armen Christenmenschen. Bete, denn an deinen Händen klebt Blut. Zumindest weißt du jetzt, wo ein Tanz mit dem Teufel hinführt. Bete für ihre Lieben und um unser beider Seelen willen, denn uns trifft Mitschuld. Geh, lass mich mit dem Herrn allein. Gott behüt dich. Guten Tag. Gehen hier irgendwelche verdächtigen Dinge vor? Nichts Außergewöhnliches, Gott sei Dank. Lass uns über den Preis sprechen. Nun, versuchen wir es. Hier. Und eine Kleinigkeit für die Mühe obendrauf. Danke, tausend Dank. Lass uns über den Preis sprechen. Nun, versuchen wir es. Ich wusste, wir werden uns einig. Gott sei mit dir.
Gelobt sei Jesus Christus. Mach's gut. Lass uns über den Preis sprechen. Nun, versuchen wir's. Hier. Und eine Kleinigkeit für die Mühe obendrauf. Nun denn, recht herzlichen Dank. Lass uns über den Preis sprechen. Ist gut. Bitte sehr. Und etwas obendrauf. Danke. Tausend Dank. Beste Grüße. Mach's gut. Besprechen wir den Preis. Ist gut. Bitte sehr. Und etwas obendrauf. Danke, tausend Dank. Ja. Thank you.
heilige Maria, du stinkst. Gott behüt dich. Ja. Guten Tag, wie kann ich helfen? Besprechen wir den Preis. Nun, versuchen wir's. Hier. Und eine Kleinigkeit für die Mühe obendrauf. Danke, tausend Dank. Gott sei mit dir. Besprechen wir den Preis. Nun, versuchen wir es. Hier. Und eine Kleinigkeit für die Mühe obendrauf. Danke, tausend Dank. Thank you.
Ja! Ja. 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 Thank you.
Guten Tag. Möge Gott über dich wachen. Lässt sich was am Preis machen? Nun, versuchen wir es. Hier. Und etwas für die Mühe. Na sowas. Vielen lieben Dank.